weiter. Und ich freue mich jetzt sehr, Hayes, dich begrüßen zu dürfen. Hayes, Dr. Hayes Steilberg. Das freut mich deswegen besonders, weil wir schon mal den Anlauf gemacht haben für eine dieser Veranstaltungen. Jetzt hat es dieses Mal geklappt, letztes Mal hat es leider nicht geklappt. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Du bist seit über 20 Jahren mitgestaltend im Bertelsmann-Konzern tätig, seit über 20 Jahren sind es mittlerweile, 25 Jahre sogar, in ganz unterschiedlichen Funktionen, hast als Bereichsvorstand Chief Talent Officer gearbeitet zu den Schwerpunkten Führung, Organisation und auch Leadership Development und Business Transformation und hast auch globale Aufgaben gehabt in Europa und an US-amerikanischen Standorten. Du hast einen breiten Hintergrund, Philosophie und Wirtschaft, in INSEAD, in Heidelberg studiert, in Harvard und Stanford, also ganz viel Background, den du hier mit einbringst und hast auch Ausbildung am ISB gemacht, da kennen wir uns her und wir haben uns jetzt jüngst wieder getroffen und es war einfach eine enge Verbundenheit, die sich auch über die Jahre immer wieder gehalten hat und deswegen freut es mich jetzt sehr, auch mit deinem großen Leadership-Background deine Gedanken zu hören. Du hast ja, ein paar Hypothesen dabei zum Thema Natur und Wichtigkeit von Führung und willst eingehen auf das Thema Herausforderungen und auch Chancen zu dem Thema Leadership, an dem wir heute stehen. Also herzlich willkommen, Hayes. Vielen Dank. Wir freuen uns. Ja, ich auch. Sehr geehrte Damen und Herren. Nein. Vielen Dank für die sehr wohlwollende Einleitung, Thorsten. Und vielleicht ans ISB-Team, grätscht ruhig rein mit der Zeit, weil ich in der Labertüte bin. Ne? Und ich merke das dann nicht. Also ich will jetzt nicht irgendwie das Programm durcheinander bringen. So, ich würde wirklich einfach gerne mit einem Wort des Dankes anfangen. Also einmal ein ganz dickes Dankeschön an Thorsten und auch an Volker und Königer und Co. Für die Einladung einmal. Dann zweitens Dank an das komplette ISB für die Durchführung dieser tollen Veranstaltung. Und drittens Dank an euch alle, die ihr hier seid, dass ich dabei sein kann. Also das ist für mich jetzt wirklich ein, Lichtblick ist zu wenig gesagt. Also ich glaube, ich habe dir geschrieben, für mich ist das ein Highlight dieses Jahr, wieder einfach in die ISB-Welt eintauchen zu dürfen. Ihr kennt das ja alle und wer es nicht kennt, wird merken, dass es wirklich etwas Besonderes ist. Und es ist mir einfach eine ganz große Freude. So, vielen Dank allerseits. Leadership Quo Vadis. Gleich vorweg, ich weiß es auch nicht. Ich kann nach Hause gehen, ne? Aber Essen kriege ich noch, ja? Ja. Die Frage, die finde ich allerdings sehr, sehr gut. Warum? Leadership Quo Vadis. Die finde ich ja sehr gut deswegen, weil ich davon überzeugt bin, dass Leadership, wir können auch sagen Führung, aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung immer ein Unterwegssein ist. Es bedeutet per se in Bewegung bleiben. Ich bin der Meinung, gute Führung bewegt sich immer und auch sehr bewusst auf einem Zeitstrahl, wenn ihr so wollt. Zeitstrahl in dem Sinne, es gibt natürlich eine Vergangenheit, die ich habe und die uns gemeinsam sagt, so ein bisschen wer wir sind, zumindest wer wir gewesen sind. Und es geht darum, natürlich uns in eine Zukunft zu bewegen, in eine Zukunft vorzupreschen, in der es dann gilt, die Frage zu beantworten, wer wir sein wollen und wer wir sein können. Es gibt auch Einschränkungen natürlich, wer wir sein wollen und wer wir sein können. Und das ist für mich im Wesentlichen etwas anderes oder das ist für mich ein Unterscheidungsmerkmal zwischen Führung und Management. Ich würde ganz gerne Dinge aufgreifen, Alfred, die du gesagt hast, weil ich stimme mit dir zu 100% überein.
Dieses mit Followership, ich mag das auch nicht so gerne. Ich finde, das ist ja eher eine Art Kompakt zwischen allen Parteien auf dem Weg. Aber da du diese guten Dinge alle gesagt hast, dann werde ich das nicht tun. Ich werde es nicht noch wiederholen. Aber nochmal, Management. Ich will Management nicht kleinreden. Das ist eine wichtige Aufgabe. Aber Management hat viel mit Instandhaltung zu tun, mit Optimierung zu tun, mit einem gewissen Erhalt des Status quo. Brauchen wir auch. Aber Führung ist aus meiner Sicht eben nicht das Gleiche. Und vielleicht eine kurze Beobachtung. Und im Wesentlichen, das ist, was ich heute Abend mitzubringen habe, das sind Beobachtungen und ein paar Hypothesen, wie Thorsten gesagt hat, weil ich über 25 Jahre immerhin, glaube ich, the good, the bad and the ugly miterlebt habe in der Wirtschaftswelt, nicht nur da. Aber für mich war eine einprägsame Erfahrung 2009. Ihr wisst alle, was ich referenziere, Finanzkrise. Und was ich beobachtet habe in der Wirtschaft, eins nach dem anderen, wurden überall CFOs zu CEOs befördert. Das kann man auch verstehen. Ja, es gab ja große Sorge, was kann ich überhaupt meine Verbindlichkeiten bedienen? Habe ich überhaupt noch Working Capital? Ja? Also die Angst 2009, die kann man ja heute fast gar nicht mehr so richtig nachvollziehen oder nachspüren, aber die war groß und die Lage war durchaus bedrohlich. Und die Reaktion darauf war, wir müssen hier alles beisammen halten. Ich glaube, dass das ehrlich gesagt, das war wie eine tektonische Verschiebung, zumindest in der Wirtschaftswelt. Vielleicht nicht nur da. Weil, wenn ich zurückschaue, oder beziehungsweise wenn ich dann nach vorne blicke und zum Beispiel über unsere Innovationsbilanz der letzten 10, 12 Jahre nachdenke, ich bin nicht sonderlich beeindruckt. Und ich glaube, das gilt zum Beispiel jetzt nicht nur für die Wirtschaft, sondern auch für die Politik. Und das hat, so meine Hypothese, das hat durchaus etwas zu tun mit diesem Unterschied zwischen Management, also die Stücke beieinander halten, und Führung. Wir gehen gemeinsam in eine Zukunft und die müssen wir auch machen und definieren. Und wir müssen uns auch darüber unterhalten. Für gewöhnlich lese ich keine Bücher über Leadership von CEOs. Ne? Die gibt es ja Sand am Meer. Ich lese sie nicht, weil das Narrativ ist im Grunde, wie ich alles richtig gemacht habe. Und das Dumme ist, du kannst nichts von einem Menschen lernen, der meint, alles richtig gemacht zu haben. Das ist öde. Da gibt es ja keinen Gewinn. Scheitern ist eigentlich viel interessanter, ne? Am Ende des Tages. Ich habe aber doch letztens ein Buch hier gelesen, das ist relativ neu, guter Titel, ne? Leadership, von Henry Kissinger. Und ich wollte einfach ein Zitat mit euch teilen. Ich habe das einfach frei übersetzt. So. Und er, also aus seinem sehr außergewöhnlichen und langen Leben, also wirklich mit echten Entscheidungsträgern und Zukunftsgestaltern, sagt er, ohne Führung verlieren Institutionen ihre Orientierung, Staaten und Völker riskieren wachsende Irrelevanz oder gar eine hausgemachte Katastrophe. Das ist ja erstmal starker Tobak, ne? Das klingt ein bisschen melodramatisch und man denkt, ja, man weiß ja, wie die Amerikaner so reden, ich bin ja selber einer. Aber dann habe ich gedacht, naja, wie lange haben wir uns erzählt, die Russen sind eigentlich ganz harmlos. Wird schon gut gehen. Passt schon. Und jetzt fällt uns das auf einmal vor die Füße und wir merken, es ist durchaus eine existenzielle Bedrohung, um die es da geht. Also ich glaube, diese starken Worte, die sind vielleicht gar nicht so fehl am Platz. Und warum ich das erwähne, ist einfach, weil ich den Punkt machen will, ich glaube, dass Führung unglaublich wichtig ist. Und auch in einer Phase, in einer Epoche,
in der wir zum Beispiel viel stärker über Dinge wie flache Hierarchien reden und offenere Systeme, die ich ja gut finde. Ich finde, das ist eine positive Entwicklung, weil das Zeitalter der autoritären Führung war ja echt nicht cool. Und ich glaube, es passt auch nicht mehr in die heutige Zeit und schon gar nicht in die Zukunft. Das bedeutet aber nicht, dass Führung an Relevanz verloren hätte. Ich glaube, ganz im Gegenteil. In Anbetracht der Herausforderungen, die jetzt ins Haus stehen, habe ich den Eindruck, Führung wird wichtiger denn je. Und es geht ja auch ein bisschen darum, wie formuliere ich den Anspruch. Und wenn ich darf, also wirklich nur noch ein zweites Zitat von Kissinger. Und da geht es ihm eben genau um dieses Thema. Ne? Wie visualisiere ich Zukunft? Und wie finde ich auch die richtige Balance? Ja, weil es ist, also der Weg eines Elon Musk ist vielleicht auch nicht so ganz das Gelbe vom Ei. Und das ist ganz intelligent, finde ich, was Kissinger sagt. Er sagt, der Preis der Hybris ist das Aufzehren der eigenen Substanz. Der Preis der Ambitionslosigkeit ist schleichende Insignifikanz und Verlust des Erreichten. Beide Extreme haben einfach gewisse Gefahren in sich. Es ist schwieriger, den guten Mittelweg zu finden, aber umso wichtiger, dass wir uns anstrengen, das auch zu tun. Also, ein paar Hypothesen, ein bisschen vielleicht handfester, die ich mitgebracht habe. Und das hat wirklich mit Beobachtungen zu tun, die ich in den letzten paar Jahren gemacht habe. Ich glaube, also ich habe ja gesagt, Führung ist wichtig, dazu stehe ich. Ich glaube außerdem, dass Führung komplexer geworden ist und schwieriger. Und wenn ich mich einfach, das sind alles Dinge aus meiner Konzernwelt, die ich hier referenziere, aber was habe ich so in den letzten Jahren gesehen und gespürt? Womit müssen sich Führungskräfte auseinandersetzen? Instabilität. Das erleben wir ja alle, glaube ich, mittlerweile tagtäglich. Und wer wie ich kompulsiv jeden Tag in sein Aktienportfolio schaut, ne, der braucht ja gute Nerven. Also einfach dieses Rauf und Runter in allen Dimensionen der Gesellschaft, das ist etwas, das Menschen mögen das ja nicht. Ne? Also an sich kann man verstehen, wir haben Sicherheit lieber als Instabilität. Aber mit Instabilität sind wir konfrontiert. Unsicherheit. Wir haben ja einen Krieg wieder in Europa vor der Haustür. Und zwar einen brutalen Eroberungskrieg, einen Auslöschungskrieg, kann man ja fast sagen. Wir haben das Bewusstsein eines wachsenden, echten Konfliktes mit China. Und dann haben wir Dinge, die gar nicht mal so sehr in der Öffentlichkeit stehen, wie Cyberkrieg, Cyberkriminalität. Alle, die hier in großen Organisationen arbeiten, ich wette, ihr habt ja alle mindestens einen Angriff auf eure IT-Systeme erlebt. Ich habe persönlich einen sogenannten Sovereign Attack erlebt, das heißt ein Angriff der Regierung der Volksrepublik China auf unsere sämtlichen Konten im Konzern. Spaß macht das nicht. Und da wird einem schlagartig bewusst, was da unterschwellig auch passiert. Andere Herausforderung, Technologie. Und ich sehe in Technologie nicht so sehr eine Bedrohung. Also ich bin da eher positiv eingestellt. Aber ich sehe die Herausforderung, mitzuhalten. Das kennen wir ja auch alle. Jedes Jahr ein neues System, eine neue Anwendung. Wie nutze ich das wirklich gewinnbringend aus? Und kann ich sie mir leisten, um da im Wettbewerb weiter zu bestehen? Kann ich das Budget aufbringen, um diese Technik überhaupt zu nutzen. Und das wird zu einem echten entweder Wettbewerbsvorteil oder Nachteil. Knappheit von Ressourcen erleben wir auch alle. Wir haben eine neue Realität des Geldes. Also ich glaube, die niedrigen Zinsen sind wahrscheinlich für eine etwas längere Zeit weg, die sind Vergangenheit. Und die hohe Inflation, ich glaube zwar nicht, dass wir auf einem Niveau von 10% bleiben, aber auf 2% kommen wir, glaube ich, nicht so schnell runter.
Das hat, glaube ich, eher systemische Gründe. Es hat nicht nur mit der Geldpolitik zu tun. Und für Unternehmer, aber auch für Verwaltungen ist das ja auch natürlich eine, das bedeutet eine echte Finanzierungslücke. Große Herausforderung. Der demografische Wandel. Ich glaube, wir unterschätzen das enorm. Ich hatte letztens, Volker, ich habe dir das erzählt, ich habe letztens mit einer großen Behörde in Deutschland zu tun gehabt, also eine große Behörde, die uns alle betrifft irgendwann. Wo klar ist, in den nächsten 5 Jahren gehen 60% der Belegschaft in den Ruhestand. 60%. Sense of urgency, small. Das ist katastrophal. Das ist katastrophal. So schnell können wir, glaube ich, gar nicht aufholen. Und das kommt also wirklich wie eine Lawine auf uns zu. Klima, also der Klimawandel ist nicht nur da, sondern auch kommt. Also wir können uns noch so viel festkleben, ja? Aber die Temperatur geht hoch. Wir werden alle mit den Auswirkungen zu schaffen haben. Es gibt auch Dinge, an die man gar nicht denkt. Ja? Also die Kosten für Versicherungen werden ja durch die Decke gehen. Also alle Betriebe, die irgendwo Fixed Assets haben, ja? Also Infrastruktur, alles, was bedroht ist, teuer, teuer, teuer. Und natürlich zieht das auch menschliches Leid ja, nach sich. Und es ist komisch, wir reden heute gar nicht darüber, wie wir diese Auswirkungen mitigieren wollen. Wir reden über, aus meiner Sicht, eine Fantasie, nämlich, dass wir die Erderwärmung aufhalten. It's not going to happen. Wir sollten uns besser jetzt Gedanken machen, wie wenden wir das, also wie, nochmal, mitigieren. Wie können wir die Auswirkungen wenigstens ein wenig einhegen? Und dann zum Schluss, vielleicht ein weiterer Punkt, also für Führungskräfte, das Phänomen, ich nenne das einfach die gereizte Öffentlichkeit. Führungskräfte müssen ja immer Entscheidungen treffen und die sind mal populär, die sind mal nicht populär. Und wir leben heute ja auch natürlich in einer digitalen Öffentlichkeit, in der man zum Teil Formen der Kritik ausgesetzt ist, die wirklich nicht angenehm ist. Ja? Und das erfordert wirklich Mut und teilweise ein dickes Fell, glaube ich, also für exponierte Führungsfiguren, das auch auszuhalten. Und das sind alles Dinge, die wirklich, würde ich sagen, innerhalb der letzten 5 Jahre viel, viel stärker in den Mittelpunkt gerückt sind. Und ich glaube, Führungspersönlichkeiten sind oft am Limit, wenn es um den Umgang mit diesen Sachen geht. Ich bin dennoch der Meinung, dass es auch Möglichkeiten und Ressourcen gibt, die uns da helfen, mit der Situation umzugehen. Ich glaube, an erster Stelle die Technik selbst. Also Technik ist nicht nur eine Herausforderung, sondern natürlich auch eine Ressource. Sie gibt uns Möglichkeiten, nicht nur neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, Möglichkeiten ja auch, unsere Behörden und unsere Verwaltungsstrukturen ja auch effizienter zu gestalten. Es gibt uns auch Möglichkeiten, als Führungspersonen besser zu verstehen und in Echtzeit zu verstehen, was in unseren Organisationen los ist. Also ich glaube, eine große Aufgabe für Führung heutzutage ist auch gutes Zuhören. Ehemals hätte man gesagt, es ist die Aufgabe der Follower zuzuhören. Ne? Ich glaube, es ist die Aufgabe der Führungskraft zuzuhören. Und es gibt viele Möglichkeiten der Technik, die, wenn wir sie richtig und gut nutzen, also wirklich im Sinne der guten Absicht, haben wir dadurch ja auch viele Chancen. Ich glaube, wir haben in den letzten Jahren eine Menge gelernt über Adaptionsfähigkeit. Ich finde, Stichworte wie Agilität, Design Thinking, das sind für mich keine einfachen Schlagwörter, sondern ich glaube, dass man damit wirklich eine ganze Menge machen kann und anfangen kann und dass wir dadurch eine andere Wendigkeit
erlernt haben und weiter erlernen, die es uns hilft, mit all diesen Unsicherheiten umzugehen. Ich glaube, dass das Phänomen Empathie in der Führung heute einen ganz anderen Stellenwert hat als vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren. Und ich halte Empathie für eine ganz starke Kraft und eine ganz starke Ressource, wenn wir lernen, sie zu akzeptieren und wirklich dann ja auch zu nutzen. Also in meiner Idealvorstellung, wie gesagt, ist Führung ein Miteinander. Es ist ein Vertrag, den man eingeht zwischen Führungspersonen und Teams und Organisationen. Und damit einhergehen ja auch diese flachen Hierarchien, die ich persönlich wirklich als etwas sehr Positives erlebe. Also die freiere Kommunikation, die dadurch entstehen kann und die Möglichkeiten, insbesondere voneinander zu lernen. Also nochmal die klassische Führungsrolle von oben, autoritär, verhindert diese Möglichkeit, gegenseitig zu lernen, voneinander zu lernen. Und die flache Struktur fördert ja eher das Lernen. Und ich glaube, das Phänomen Resilienz, also mittlerweile ja auch so eine Art Schlagwort, und es ist mir fast egal, auf welche Art und Weise man sich damit beschäftigt. Wenn nur ins Bewusstsein der Menschen eindringt oder vordringt, es gibt gewisse Möglichkeiten, vielleicht sogar eine gewisse Pflicht, Fürsorge für sich selbst auch zu leben. Ich glaube auch, dass das etwas Positives ist. Weil wir wirklich, also ich meine, wir sind ja von Stressoren umgeben. Und einfach diese Idee, wo stehe ich ja, in diesem Selbstausbeutungsprozess und Verhältnis? Und was kann ich tun? Was nehme ich mir vor zu tun, wenn es auch um Selbstschutz geht und auch um meine langfristige Gesundheit und Leistungsfähigkeit? Und letzten Endes, ich glaube, auch so gesellschaftliche Phänomene wie die erhöhte Erwartung an ethische Führung und auch Nachhaltigkeit. Das finde ich, das ist eine sehr positive Strömung in der Gesellschaft. Ja? Also ich habe ein etwas zwiegespaltenes Verhältnis zu dem Thema ESG, weil das Instrument recht unvollkommen ist. Auch da ist es mir fast egal, weil mir geht es ja eher da um eine Art Bewusstseinshebung, dass wir uns Gedanken machen zu einer ganz alten Frage, die mich ganz lange beschäftigt in der Wirtschaftswelt. Wozu wirtschaften wir überhaupt? Wozu wirtschaften wir? Und ich glaube, dass es darum gehen muss, dass es möglichst vielen Menschen besser geht. Das ist ja der eigentliche Zweck von Wirtschaften. Und von diese Erwartungen, die sich da bündeln unter so einem Stichwort wie ESG, das finde ich ja grundsätzlich etwas Positives und begrüße ich. Was ist ESG? Equity, Social Responsibility und Governance. Und vielleicht zum Schluss, habe ich noch Zeit? Ich bin okay in der Zeit? Ja, okay. Okay. Zum Schluss, die eigentliche Frage, die mich heute in eure Runde führt. Und die Frage, zu der ich auch, oder ich erhoffe mir, wirklich einiges von euch zu lernen. Ich erzähle das einfach in Form einer Anekdote. Ich hatte vor ein paar Wochen ein Mittagessen mit einem guten Freund, der war ehemals Partner bei einer der, sagen wir mal, bei einer der zwei großen globalen Unternehmensberatungen. Und ein enger Freund, und es war einfach ein netter Anlass. Und wie das dann so ist bei etwas älteren Männern, dann kommt man über seine Kinder ins Gespräch. Und der sagte, du, also wirklich, das verstehe ich jetzt nicht. Also meine Tochter, ja. Sie hat ja die beste Ausbildung genossen in Großbritannien. Sie war an der Harrow School und dann war sie in Cambridge. Und dann hat sie ein MBA gemacht an der London Business School. Und seit ein paar Jahren ist sie bei Bain Capital. Sie macht das ja gut und jetzt ist sie auch verheiratet und ich habe einen super Schwiegersohn. Und der ist auch bei Bain. Und die haben beiden eine Beförderung angeboten. Und weißt du, was die gemacht haben? Die haben abgelehnt.
Die haben abgelehnt. Weil, weißt du, was die da im Gegenzug haben wollten? Eine Vier-Tage-Woche. So, also grundsätzlich kann ich ja nachvollziehen, dass die jüngere Generation heute sagt, ich habe nicht vor, mein Leben so zu machen wie ihr, die ältere Generation, sondern mir sind andere Dinge ja wichtig. Und dennoch auf der anderen Seite, in den letzten paar Jahren habe ich schon etwas als Tendenz beobachtet, also bei der nachwachsenden Generation, eine gewisse Zurückhaltung überhaupt gegenüber dem Thema Führung, Führungsverantwortung, Führungsleistung, sich aus dem Fenster lehnen und auch vielleicht auch ein bisschen mehr geben. Und das, wie gesagt, das ist jedermanns Recht. Also ich will ja niemanden zu Führung zwingen. Aber auf der anderen Seite, wenn ich beobachte, so Trends, das vielleicht haben einige das mitbekommen, also ein Social-Media-Trend in den USA läuft jetzt unter dem Rubrum Quiet Quitting, also da tauschen sich Menschen aus, wie kannst du halt am wenigsten arbeiten und immer noch dein Gehalt verdienen. Der andere Begriff dafür ist Work Your Wage, also sprich, tu bloß nicht mehr als das Mindeste, was von dir gefordert wird. Und ich finde, also Führung ist etwas, was uns einfach alle angeht, egal ob wir sie selber machen oder ob es darum geht, dass wir, weil wir von Führung überzeugt sind, mitgestalten. Ohne eine starke Führung geht es eben dann doch, glaube ich, genau in die Richtung, die Kissinger angedeutet hat. In eine Richtung, die wir uns, glaube ich, als Zukunft für uns selber und für unsere Kinder nicht vorstellen. Und ich frage mich ernsthaft, was wir tun können, um mehr Menschen für Führungsaufgaben zu begeistern und insbesondere Menschen, die das auch, die Führung auf eine humane Art und Weise leben wollen. Das ist ja das, was ich mir im Endergebnis wünsche, ist eine Führung, die nicht narzisstisch und soziopathologisch ist, wie wir sie alle schon mal erlebt haben, sondern eine, die menschlich ist und uns nach vorne bringt. Also insofern, kleine Bitte habe ich mitgebracht und ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Und danke fürs Zuhören ganz herzlich. Applaus